liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fall Guys! Denn heute am 10. Mai kam ein Update raus und dieses Update hat die Creator-Runden rausgebracht. Das heißt, Leute, die dieses Spiel spielen oder haben, können ihre eigenen Level bauen. Und genau diese Level werden wir heute mal austesten. Ich habe eben einmal eine Runde Solo gemacht, bin auch wieder ins Finale gekommen. Da verkacke ich ja immer, ihr kennt mich. Selbst da drin waren aber auch Creator-Runden so mit reingestreut. Also nur so, falls ihr das noch nicht wisst. Ihr müsst nicht diese Creator-Runden an sich spielen, also diesen Kreativmodus hier, sondern ihr könnt auch in den anderen Modi reingehen und da sind dann auch diese Creator-Runden mit drin. Wir werden heute mal diese Creator-Runden Liste 1 spielen. Hier unten gibt es auch noch andere, speziellere Creator-Runden, sag ich mal. Zum Beispiel eine, die sehr schwierig ist, eine, die einfach auf Schnelligkeit ankommt, eine, die spezial ist, hier irgendwie Muttertag-mäßig, glaube ich. Weil Herz ist ja jetzt auch Muttertag bald, am Wochenende. Und eine fröhliche Festung. Aber wir spielen heute Creator-Runden und gucken, was für tolle Messer gebaut worden sind. Beans Ahoy! Aber ihr seht schon, das ist jetzt von den Fall Guys Team und das hatte ich nämlich eben in Solo auch. Heißt, bisher gibt es anscheinend nur Maps, klar ist ja auch gerade erst rausgekommen, die eventuell von dem Team selber, also von den Fall Guys Machern selber kreiert worden ist. Aber mit der Zeit werden da dann wahrscheinlich auch Maps drankommen, die andere Spieler erzeugt haben. Und ich finde das ganz cool, dass es jetzt diese ganzen neuen Maps gibt, weil da kann sich dann natürlich keiner drauf vorbereiten, weil die halt neu sind. Da steht auch immer bei, wie oft die schon gespielt worden sind. Ich glaube, hier waren das jetzt so 20.000 oder so. In der Solo-Runde, wow, hatte ich einen, der wurde schon 38.000 Mal gespielt. Also anscheinend gibt es hier auch, wow, obwohl das erst ein paar Stunden draußen ist, seit 10 Uhr, glaube ich. Also so 4 Stunden ab Aufnahmedatum. Und das haben jetzt einfach schon 40.000 Leute gespielt, so einige von den neuen Maps. Diese Map wirkt sehr langweilig. Ich habe auch schon coolere Maps gesehen, wo es dann so Fallen gab, etc. Das war ganz witzig. Ich glaube, man ist schneller, wenn man von hier oben rauf geht, weil da unten sind Pfeile, die einen in die falsche Richtung locken. Wow, oh, okay, habe ich mich erschrocken. Da ging es plötzlich bergab. Aber erste Runde, schon mal im Sakko-Makko. Meine Vollgas-Erfahrung, ich habe ja jetzt nicht so viel Vollgas gespielt, aber ich bin bisher, glaube ich, in 80% der Fälle tatsächlich immer ins Finale gekommen und da habe ich dann aber immer verloren. Ich bin auch schon mal Zweiter geworden, aber gewonnen habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie. Gigabyte Gauntlet. Kann natürlich sein, dass das eben nur so langweilig war, weil das natürlich die erste Runde war. Ab jetzt wird es bestimmt spannender. Aber leider wieder nur von den Fall Guys Leuten. Die zeigen, glaube ich, an, genau, wann man springen kann. Kannte ich auch noch nicht. Es gibt doch so ganz neue Elemente. Das finde ich richtig cool. Oh Gott, ich häng fest. Ja, oh, okay. Ja, ja. Noch hinbekommen. 1, 2, 3. Das ist ein bisschen wie so ein Audiogerät, nicht wahr? Dass da dann so Audio-Wellen rauskommen. Oh, nein! Mit den Dingern mitlaufen? Boah. Jo, hat er mich doch erwischt. Ey, okay, nein, ich will nicht in der zweiten Runde hier schon rausfliegen. Das ist gegen meine Ehre. Aufpassen, dass einen das Ding nicht erwischt. Okay, diesmal haben wir es. Und ich hoffe, da oben ist dann bitte ein Checkpoint zumindest. Ja, okay, Checkpoint haben wir schon mal. Ich glaube, wir sind auch unter den Top 3. Man ist doch bestimmt schneller. Nee, wenn man über diese Dinger läuft. Sprich, nein. Und man muss das anpassen, wann man darauf geht. Warte mal. 1, 2, 3, go. Den Safe-Sprung? Okay, alles easy. Oh Mann, das ist schon wieder alles nicht so chillig. Ich fand das witzig. Ich habe heute mal bei Epic reingeguckt und da stand, dieses Spiel wurde unter chillig, unter der Kategorie chillig wurde das eingeordnet. Das fand ich schon ein bisschen witzig, weil es ist ja sowohl kompetitiv als auch chillig anscheinend. Okay, spring! Okay, aber so. Wow! Alter, man muss das richtig alles anpassen hier. 1, 2, 3, ich weiß nicht. 1, 2, 3, jetzt! Haben wir hinbekommen, ne? Dritter sind wir geworden. Oh, ich habe das gar nicht so stressig in Erinnerung. Aber mit diesen ganzen neuen Elementen ist das auch klar. Da muss man sich erstmal drauf einspielen. Also es kann natürlich sein, ich habe das jetzt ewig lange nicht mehr gespielt, dass es diese ganzen Elemente schon vorher gab, vor diesem Update. Oh, Hello Kitty, die ist auch gerade neu. Kostet allerdings Geld. Bisschen sad, aber süß ist sie. Aber auch ein bisschen verloren. Ist denn eine Lost Kitty? Nein, sie ist doch abgefallen. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt läuft sie wieder zurück. Was machst du? Hello Kitty, falsche Richtung. Oh nein, sie war eigentlich schon im Ziel und dann springt sie gegen die Latte gegen. Scheint das aber auch nicht zu raffen hier mit diesem Sound. Schon wieder? Oh nee, aber diesmal war das Spiel gnädig zu ihr. Obwohl sie wieder gegen die Latte geschleudert ist. Whee. Schafft der Surferboy das auch noch? 4 Sekunden, 3, 2, jetzt aber schnell. Hat er noch hinbekommen in der letzten Sekunde. Was ein Lacker. Aber einer weniger ins Ziel gekommen, als eigentlich geplant war. Vielleicht gibt es hierher mal Fallen, aber sieht eher weniger. Was ist das für ein Konstrukt? Okay, doch. Oh, nee, also die schießen einen zumindest hoch. Muss man wahrscheinlich. Ja, muss man machen. Okay, okay, okay. Hochschleudern. Beam me up, Scotty! Oh Gott. Und diese komischen Slopes sind auch richtig witzig. Oh, kennt ihr das aus Kindheitstagen?
Das hatte früher irgendwie jeder auf seiner Geburtstags... Okay, das war super unnötig. Auf seiner Geburtstagsfeier so eine Wasserrutsche. Also so ein Slide, den man einfach auf dem Rasen tut. Wo muss ich hin? Auf die Regenbogenflagge. Okay. Und dann ist man da einfach mit dem Bauch rübergerutscht. Das war sehr, sehr witzig. Bis man dann... Gott, ich bin so behindert. bis man dann über einen Stein rübergeschleudert ist mit seinem Bauch und dann gar keine Luft mehr gekriegt hat. So waren auf jeden Fall meine Erfahrungen mit diesen Wasserrutschen. Die waren witzig und dann hat man sich irgendwann wehgetan und hat einfach für Minuten gar keine Luft mehr bekommen. Ja, das war richtig toll. Aber sind trotzdem funny. Das scheint ein... Nein! Nimm mich doch mit! Das scheint eine etwas längere Bahn zu sein diesmal. Aber bisher, 11 Leute kommen weiter. Wie viele sind vor uns? So 7? Oh, das kann knapp werden. Wir folgen den mal. Wir nehmen, glaube ich, den besten Weg. Wir könnten uns ein bisschen nach vorne pushen lassen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Nein, sogar der Server-Dude geht vor mir rein. Okay, das war eine sehr schlechte Runde für mich. Aber weiter, Schmeider, Pleider, sag ich ja immer. Bam, bam, bam. Könnte eventuell schon Finale sein, 11 Leute. Ach, aber Fall Guys macht immer noch richtig Spaß, finde ich. Weiß gar nicht, warum ich das so wenig gespielt habe damals. Wahrscheinlich, weil ich das nicht alleine spielen will. Ich habe heute auch schon den Diddle wieder gefragt, der hatte auch Lust. Aber jetzt hat er, als ich aufnehmen wollte, nicht mehr geantwortet. Also musste ich alleine ran, Leute. Spinner Sprint. Aber ich frage mich ja echt, wie viele Maps die Fall Guys, das Fall Guys Team gemacht hat. Ob das irgendwo steht? Also 10 Stück haben die garantiert gemacht. Ist das jetzt eigentlich schon das Finale? Qualifiziert ist noch das Halbfinale. Geh mal außen rum. Aber an sich mit dieser neuen Funktion kann man ja jetzt endlos Spaß haben mit diesem Spiel oder nicht. Und es wird nie langweilig. Solange es eine Community gibt, und die gibt es ja nun mal in Fall Guys, die ist ja nicht so klein, sag ich mal, die da auch Lust haben, Sachen zu bauen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß machen kann. Dann hast du ja immer wieder neuen Content. Das ist ja so dieses Mario Maker 2 Phänomen oder von jedem anderen Spiel, wo es so einen Editor gibt. Oh Gott, ich dachte schon, ich falle einfach ganz runter. Ja, dass man das immer wieder machen kann und es immer wieder neue Ideen gibt und die Community ist ja sowieso immer noch ein bisschen krasser als die Entwickler an sich, sag ich mal. Das war ein sehr langweiliges Level hier. Dem würde ich eine 2 von 10 geben. Das sollten die auch noch einführen, dass man nach jedem Level, den man spielt, von diesen Custom-Dingern noch irgendwie eine Sternebewertung geben kann, kurz. Und wenn die eine schlechte Bewertung bekommen, dann kommen sie halt seltener oder sowas. Das wäre vielleicht noch ganz gut. So, letzte Runde. Guck, ich komme immer ins Finale. 18,6000 Leute nur gespielt, maximal 10. Guck, das ist auch eine Map, die nur von weniger Leuten gespielt wird. Eben waren, glaube ich, 40. Das war also eher eine Anfangsmap und das hier ist jetzt schon eine Finalmap. Ja, ja. Okay. Oh, ich hasse das, wenn das so... so komische Schrägen sind. Ich hasse das. Nein. Ach, oh, man kann aber noch weiter. Man kann noch weiter. Chill mal. Okay, einer kann sich nur qualifizieren. Es geht jetzt um die Krone. Und ich glaube, es sind alle runtergefallen. Es ist keiner den oberen Weg gegangen. Aber hier probieren wir das jetzt mal, den oberen Weg zu gehen. Auch wenn ich... diese... Nein, nein! Lass dich doch da oben lang, Mann! Ich hasse diese komischen Schrägen. Wo ist das Ziel? Aha, ihr lauft alle falsch, ihr Dummies. Ihr müsst hier rüber, über die Würstchen. Ist das das Ziel? Komm bitte, bitte! Halt dich fest! Bitte! Sorry. Geil! Ich war, glaube ich, noch nie Winner! Sorry, dass ich gerade so rumgeschrien habe. Ich gebe mein Bestes, ich habe das erste Mal gewonnen! Oh mein Gott! Aber das war nicht so anstrengend wie die anderen Finales, die ich so kannte. Das war vor allem ein sehr kurzes Finale. Ist das jetzt mein erster Sieg gewesen? Kann ich das irgendwo sehen, ob das jemals mein erster Sieg gewesen ist? 20.000 Dinger kriege ich? Ich hatte davor nur 4k, jetzt habe ich 20k. Ah ne, oben links steht, ich habe 8 Kronen. Aber die kriegt man ja, man kriegt ja jetzt auch so Teilkronen immer, ne? Aber ich glaube fast, das war meine allererste Krone ever. Kann man das irgendwo nachgucken? Es geht doch bestimmt irgendwo, dass man seine Statistiken sieht oder so, aber ich finde es gerade nicht. Schade, Schokolade. Aber ich kann euch nochmal den Shop zeigen, weil da sind gerade richtig süße Sachen drin. Da gibt's Puschinen. Für aber nur noch heute. Oh, das ist sad. Und voll teuer. Somehow. Schnorrende Perfektion. Wie sieht... Ja, sieh's. Für 400. Aber ich habe nur 200. Ich hab kein Geld für das Spiel. Aber die sind richtig süß. Ich würde, glaube ich, diesen weißen hier nehmen. Mit dem Einhorn. Guck doch mal, wie süß das ist. Aber für nur einen Tag. Oh, nee. Also ich müsste auf jeden Fall 8 Euro ausgeben. Nee. Das ist ja auch süß. Ein Plüschfuchspaket. Na gut, aber das soll es dann für heute gewesen sein. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was so die neuen Maps sind. Wir gucken die nächsten Tage nochmal rein. Vielleicht auch mit einer Gastperson, also den Diddle wie zum Beispiel. Um zu gucken, ob da dann auch aus der Community irgendwie neue
Maps erschienen sind. Und ja, gucken wir mal, was die Community dafür tolle Ideen hat. Sind bestimmt witzige Sachen dann dabei, mit Fallen und wo man ein bisschen Skill braucht, etc. Und ansonsten freue ich mich, dass ich heute mal eine Krone bekommen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye!